Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von XCOM 2. Jawoll! So, wir haben in der letzten Folge diesen Stasis-Anzug gerettet. Ich will jetzt aber erst die Forschung von dem Sektopod fertig laufen lassen. Und wir haben verwundete Einheiten. Von daher mal gucken, was uns das hier alles so weiterbringt oder auch nicht. Ihre Leistungen sind wie immer beeindruckend, Commander. Die Zerstörung dieser Einrichtung und die Bergung der Alien-Kreatur werden Ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt gewiss aufhalten. Commander, unsere Fernaufklärung zeigt ein UFO, das uns auf den Fersen ist. Wir müssen unsere Flugroute mit Bedacht wählen. So, dadurch, dass wir da oben eine Einrichtung haben, bin ich dazu geneigt, hier ein Funkrelais zu installieren. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Ja, das kann man ja so auch nicht sehen. Okay, also im Zweifel das verdeckte Ereignis spielen. Die will ich jetzt erstmal noch ignorieren. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Na, da bin ich ja mal gespannt. Central behauptet, früher mal eines von diesen Dingern aus nächster Nähe gesehen zu haben. Allen Spekulationen zum Trotz befand sich im Innern kein Pilot, als wir es geöffnet haben. Cool, Gremlin Mark 3. Yay! Finde ich eine coole Sache. Ist eigentlich mal vom Prinzip her Marille, aber ich will ein paar Informationen. Mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Aber ich will hier das Stasis. Ja, ich weiß, die werden unterbrochen. Mal gucken, was in dem Stasis-Anzug drin ist. Oh Gott, das habe ich mich verdrückt. So. Das freut mich sehr. So, und das heißt, wenn ich hier Kontakt herstellen will, genau, war das nämlich nur noch 30. Das mache ich jetzt erstmal, damit ich dann unter Umständen erstmal relativ zügig hier eine Einrichtung vernichten könnte. Oh, mal gucken, was drin ist. Ich genau bin gespannt. Genau wie der, in dem wir den Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion? Ah, Commander. Sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor Ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code. Überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau. Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein. Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar.
Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central, hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Ja. Baumhaft. Codename Golem. Na dann, habe ich jetzt noch was? Komm, machen wir die verschlüsselten Codex-Daten. Dann wären wir hier erstmal soweit. So, dann stellen wir hier mal weiter den Kontakt her. Puh. Den Einsatz ignoriere ich gerade erstmal, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Oh Gott, die sind alle noch verwundet. Kann ich den Einsatz ignorieren? Das könnte theoretisch meine Einnahmen lindern, aber... südafrikanischen Sektor. Wenn ich nicht drum rumkomme, na dann bitte. Da bin ich ja mal gespannt. Ich will die ganze Ausrüstung wieder verändern, ey. Boah. Auf jeden Fall noch einen Grenadier mitnehmen. So. Na dann. Hätten wir da mal einen War-Anzug. Was kostet denn im Übrigen? Okay, dann nehmen wir den Gremlin mit. Gott. Lass mal gucken. Nicht irgendwo noch ein Specialist da. Genau, das war gerade meine Hauptfrage. So.
Weil da noch zwei Spinnenanzüge übrig, naja, auf jeden Fall mal besser als Standard. Daran jetzt eigentlich mal hauptsächlich interessiert, was hast du denn überhaupt für Fähigkeiten? Was bist du denn für ein Specialist? Der hat sich noch nicht entschieden, das ist auch schön. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir den Einsatz einfach mal so. Und schauen, was passiert. Sky Ranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Der Widerstand hat einen Advent-Zug in einem entlegenen Gebiet überfallen und uns jede Menge Fracht zur Bergung zurückgelassen. Sobald Sie am Boden sind, schalten Sie alle Feindkontakte aus und sichern das Gebiet. Nehmen Sie alles mit, das von Wert sein könnte. Sagt er so einfach. Menes 1-5, Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Ja. Rücke zur Zielposition vor. Hätte ich gerade nichts anderes erwartet. Bin dabei. Gemacht. Hier sind mehrere Feinde. Ja, die Karte kommt mir auch, glaube ich, irgendwie bekannt vor. Die kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, so. Verstanden. Ja. Rücke aus. Bin dabei. Unterwegs. Bin dabei. So. Rücke aus. Oh, mal gucken, wo die sich hinbewegen. Komm.
Was soll's? Irgendwann muss ich ja damit anfangen. Gut. Oder auch nicht gut. Das ist ja so die große Frage hier gerade. Treffe ich so beide? Ja, so treffe ich zumindest beide. Okay, das war jetzt so von der Theorie her gar nicht geplant. Meine Klinge ist durstig. Also in der Hoffnung, dass der auch gleich komplett abnippelt. Gut. Einer erledigt, noch Tausende übrig. Zufrieden? Gut. Diese Rüstung ist stark. Zu Befehl. Etwas Glück könnte der Arsch zumindest schon mal weg sein. Ja, würde ich sagen, ganz gute Quote. Und nicht getroffen worden, viel Gegner weg. Muss ich mal sagen, mal gucken, was passiert. Gut. Okay, ich gehe. Unter Beschuss. Na komm, du wirst den ersten Turm vernichten. Wunderbar. Schon ist, kann man die nicht mehr getroffen werden in der nächsten Runde. Nicht schlecht. Gefällt mir gut. Drücke vor. Nachgeladen.
Bin dabei. Dann ist das Vieh zumindest flankiert und da könnte ich es vielleicht mit etwas Glück einmal töten. Die Munition wird knapp. Naja, Betonung lag halt auf etwas Glück. Begebe mich zum Ziel. Schade. So. Aber auch raus. Könnte ich von der Theorie her... Eigentlich will ich das überhaupt nicht verschwenden da dafür. Oh ja. Waffe geladen. Okay, das ist gut. Bin unter Beschuss. Kann mich nicht bewegen. Ich brauche medizinische Hilfe sofort. Naja, Gott sei Dank ist es in der Rüstung hängen geblieben. Nein, nein. Warum ist der denn jetzt in Panik? Gut. Fand ich jetzt von der Theorie her jetzt auch nicht so schlecht. Kann man mal machen. Aber Leute. Oh, was spielt denn hier gerade rum? Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch die... Okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ob das ein super Move war gerade von dem, dafür, dass er in Panik war oder nicht. Ich weiß es nicht. Doch, ich fand ihn super. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.